Eine der vielen möglichen Limitationen bei der tiefen Hocke kann eine zu feste und verkürzte Po-Muskulatur sein, die jetzt hier in der Position der tiefen Hocke entsprechend gedehnt ist. Eine ganz gute Übung dafür ist die Piriformis-Dehnung, die sich hier speziell auf einen der Po-Muskeln fokussiert, und zwar den Piriformis-Muskel. Und hier geht folgendermaßen: Legt euch in der Nähe einer Wand auf den Rücken, so dass ihr bei einem ungefähr 90 Grad Winkel habt, wenn ihr die Füße gegenstellt. Von hier aus platziert ihr das zu dehnende Bein, bei mir jetzt das rechte Bein, die Dehnung wird hier spürbar, so auf dem Knie, dass das Sprunggelenk aufliegt, und drückt jetzt mit beiden Händen das Knie runter zur Wand. Dabei ist wichtig, dass ihr eine Bauchmuskelspannung hält, damit der Druck nicht verpufft und sich der Rumpf so mitdreht. Okay? So habe ich nämlich relativ gesehen eine viel schwächere Dehnwirkung, als wenn ich jetzt hier fest bin und die Drehung wirklich in dieser Region erzwinge. Position ca. 30 Sekunden halten, das gleiche auch auf der anderen Seite, und dann einfach mal spüren, indem ihr wieder mal in die Borge geht, ob das für euch eine Verbesserung hatte und ihr gefühlt etwas tiefer oder einfach nur entspannter in der tiefen Hocke sitzen könntet.